Gleich mal zur nächsten Mission, Hauptmission im Rachefeldzug. Dann mal aufklappen. Alternative Verteidigung, das schauen wir mal ganz kurz. Okay. Das Geschissene ist, wir haben da nur noch keinen Speicherpunkt, das ist dann ein bisschen Arsch. Ah, das ist dann wieder was extra. Für eine Handvoll Splitter, neues Waffensystem. Schauen wir das. Steckbrief für einen Gesetzlosen. Tun wir das mal kurz machen. Aha, okay. Da reden wir mal mit ihm, genau. Servus. Mr. Wars Küste sind deine Steckbriefe jedenfalls schon gekommen. Ah, sehr gut. Dann hast du den Brief von Leo schon gefunden. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Ich habe Mason gesehen. Er ist auf der Suche nach dir. Tatsächlich. Vermutlich wird es reichen, ihm ein paar Splitter für den Steckbrief zu geben und er lässt die Sache ruhen. Ah. Dazu müsste man ihn aber erstmal finden. Was ist mit deinem Bruder? Kann er dir nicht helfen? Was ist mit deinem Bruder? Kann er dir nicht helfen? Tom ist im Moment, nun, sagen wir mal, er ist verhindert. Ah ja. Komplizierte Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, wenn wir die Zeit dafür haben. Klar, wieso nicht? Für jemanden, der auf der Flucht ist, bist du ziemlich leichtsinnig hier herumzulaufen. Was fällt dir noch zu Jacksons ehemaligen Leuten? Was fällt dir noch ein zu Jacksons ehemaligen Leuten? Ich hörte, dass Mason des Öfteren in Edan gesehen wurde. Ich werde mich mal umhören. Vielleicht finde ich ja etwas raus. In der Zwischenzeit kannst du natürlich auf meine Kampfkraft zählen. Na klar. Ja, und danke erstmal. Alles noch dran, bleib bestehen, ich brauche dich nicht mehr, geh zum Treffpunkt, Ende. So, anscheinend. Ja, wenn wir dann wieder das alles geschafft haben, glaube ich, dann können wir dann, wenn wir wieder einen Steckbrief haben, dann, glaube ich, können wir dann wieder ziehen. Neues Waffensystem, zeig einmal her. Ah, aber da waren wir ja eh schon. Das sollten wir hinkriegen. Na gut, teleportieren. Gleich von dort aus auch noch. Gleich zu dem Örtchen dann auch noch. Das sollten wir wirklich hinkriegen. Man weiß aber nur, was das dann wieder für eine Basis ist. Das ist ja auch wieder möglich. Also. Und das ist wieder von den vollgestopften, aufgespritzten Ilex-Typen Heine sind, dann. Mir ist nicht schlecht, denn ich habe ein bisschen Elex-Schnüffle. Ja, aufgespritzten Elex von Kindern. Hi. Bitte nicht angreifen. Hi. Du, servus, grüß dich, Alter. Der Fog ist auch am Start. Servus. Verstehe, Aufzeichnung mitkommen. Ende. Alles klar, da ist wenigstens er, wenn wir dann die Mission beendet haben, dann müssen wir zu den Koordinaten gehen. Also ich bilde mir jetzt nicht ein, dass da jetzt irgendwo so ein heftiger Stützpunkt war, damit wir da jetzt nicht in Meier gehen würden, aber wer weiß. Und wir brauchen ein paar Punkte, die... Ja, weißt du, Wetten, der macht uns fertig. Ja, der und der. Wie brav der ständig ausweicht. Da war ich die ganze Zeit jeder Tag aus. Super. Einmal die Mana Pflanze. Noch fix. Fix. Aha. Ein netter Käfer, der was uns vielleicht umbringen könnte. Nee, aber dafür immerhin 2 Punkte. Immerhin ein bisschen Erfahrung. Immerhin. Oh, der ist ein ganzer Großer am Start. Müssen wir hier da entlang. Hi. Oh, hüp. Meier. Fuck. Wenn wir den... Nein. Wenn wir den doch falsch...
Scheiße. Immer den da falsch angreifen oder sonst irgendwie. Nee, das. Besser nicht, besser nicht. Besser, wir laufen da ein bisschen. In dem Voidene, wo wir da wenigstens halb sicher sind. Vor allem. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir da raufkommen. Beschissener Bastard! Wo? Oh. Okay. Okay, verschissener Bastard. Ich will nicht mehr hören. Wir müssen einfach nur weglaufen. Wir müssen wieder nur weglaufen. Verschissener Bastard! Scheiße. Schießen dich. So. Der auch noch, der was herumspuckt. Fick dich. Beschissener Bastard! Jetzt haben wir es. Oh, wow, nice. Aber gleich mal die Sauna kriegt. So, gerne mal benutzen. Mana brauchen wir nicht. Zack, zack. Scheiße, wenn man Kontrollen hat, gell? Das ist richtig scheiße. Leider geht das alles so schnell leer. Das ist nicht normal. Gespeichert. Ja, ich hoffe. Das war da. Ja. Ja, genau. So. Ne, der Höhlenlager, die hat sich aus nichts gewerft. Nice. So. So. Fast. Und weiter geht's. Ja, so gut wie es geht. So. Hauptsache rutscht nicht ab oder sonst irgendwie. Oh mein Gott. Und perfekt. Na gut, dann. Ja. Fuß. Boy Thomas. Boy Samu. Wieso ist der fucking Gegner? Oh, also. Auch die können recht mächtig sein. Alles ist mächtiger als wie wir, also. Ich glaube, ich halte mal meine Pappen, alles ist mächtiger. Ah, das schaut wieder wie das Mädchen aus, wieder ganz am Anfang. Kannst du das gucken, ob ich fix ist es jetzt wieder. Wenig Brauchbares in den Trümmern hier. Ja, aber dafür die andere Einheit. Genau, die andere Einheit. Mal sehen, ob das noch zu gebrauchen ist. Oh, perfekt. Nice. So, elf. Hey, oh, genau. Oh, da war wieder eine Mission erledigt. Super. So. Und hopp. Aufpassen, das war nicht so schnell. Kapieren dabei. Oh mein Gott. Ja, bitte kapieren so. Oh mein Gott. Aber wir haben überlebt, das war mein Freund. Oh, ja, der Set, das mit Whitelands war, da habe ich so Angst vor. Ein Meter overspringen, dass der Charakter gleich stirbt dabei. So, jetzt reden wir dann noch mit der Einhand und dann sollte ja vielleicht schon wieder alles passen. Kann dann schon wieder alles passen mit unserer Einheit. Vielleicht. Wäre nicht einmal so ohne, wenn wir da vielleicht einmal ein bisschen leveln würden oder so. Wäre nicht schlecht. Leveln ist immer geil. Wenn wir raufschauen. Damit wir auch schauen, müssen wir sowieso wieder schauen, was wir da am besten wieder verstärken von unseren Kräften. Das wäre sicher auch nicht schlecht. Wie sie sich alle so gemütlich machen hier. Cool. Einmal und zweimal. Ist nur eins, aber immerhin etwas. So, und bitteschön. Reparieren wir dein Waffensystem. Danach solltest du wieder der Alte sein. So, das sollte es gewesen sein. Analyse. Waffensystem betriebsbereit. Sehr schön. Na, dann hoffe ich, dass du mir noch eine Zeit erhalten bleibst. Wie steht es eigentlich um den letzten Aufzeichnungen vor dem Absturz? Wie steht es eigentlich um deine letzten Aufzeichnungen vor unserem Absturz in den Bergen? Analyse. Gleiter war im direkten Anflug auf primäres Missionsziel.
Ursache des entstandenen Schadens durch Beschuss aus Bodennähe. Ausweichmanöver war nicht möglich. Woher genau kam der Beschuss? Analyse: keine positive Identifizierung möglich. Es gab keine Anzeichen von Magie. Möglicherweise Outlaws, Kleriker oder Alps verantwortlich. Aha, das ist wieder interessant. Du meinst, es könnten auch die Kleriker gewesen sein, die uns beschossen haben? Analyse: Flug war über Berserkergebiet. Kleriker hatten wenig Grund, das primäre Missionsziel zu schützen. Berechnungen ergeben geringe Wahrscheinlichkeit für eine Beteiligung der Kleriker. Waren die Outlaws eventuell für den Beschuss verantwortlich? Analyse: Fähigkeiten und Verhalten der Outlaws schwer berechenbar. Keine Wahrscheinlichkeitsangabe möglich. Ja, das... Auch Alps? Naja, es kann was natürlich genau gleich den Fall ganz anders umkrempeln. Mögliche Hinweise, dass eine Elex-betriebene Waffe verwendet wurde. Alps verwenden Elex-angetriebene Waffen. Warum sollten unsere eigenen Leute auf uns schießen? Motiv für Beschuss unbekannt. Analyse basiert auf Berechnung nach möglicher Art der Waffe. Keine exakte Identifikation des Angreifers möglich. Was ist mit den Berserkern? Sie hätten zumindest ein Motiv für den Beschuss gehabt. Analyse: Der Beschuss hatte keinen magischen Ursprung. Wahrscheinlichkeit für eine Beteiligung der Berserker sehr gering. Das heißt irgendwie alles und auch nichts. Komm mit. Du hast doch schon jemanden dabei. Oh. Ja, dann komm mal, da ist die Mietschade. So, dann haben wir die Mission.